Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um ein ganz besonderes Obst, was uns vor allem in der warmen Jahreszeit Erfrischung verspricht. Heute geht es um die Melone, speziell um die Wassermelone. Die Melone wirkt nicht nur sehr erfrischend im Sommer, sie wirkt auch stark entwässernd und hilft Menschen bei Nierenproblemen. Norman Walker hat sich schon positiv über die Melone in seinem Buch Frische Frucht- und Gemüsesäfte geäußert, genauso wie Anthony William in seinem Buch Medical Food. Und ich möchte euch kurz den Absatz vorlesen in dem Buch von Norman Walker, was er über die Melone schreibt. Er bezieht sich vor allem auf Melonensäfte. Melonensäfte aller Art sind außerordentlich nützlich, besonders wenn Sie eine Fastenkur machen wollen. Der Wassergehalt von Melone liegt zwischen 90% und 93%, je nach Art. Sie sind reich an Kalium und der Gehalt an alkalischen Elementen steht im Verhältnis 3:1 zu den sauren Elementen. Wegen ihrer harntreibenden Wirkung sind sie besonders erwünscht bei Nierenstörungen. In manchen Fällen ist die Beigabe einer kleinen Menge Zitronensaft nützlich, aber man sollte ihnen weder Zucker noch Salz beigeben. Ein kurzer Absatz im Buch Frische Frucht- und Gemüsesäfte. Wenn ihr euch für dieses Buch interessiert, ich verlinke es euch unter diesem Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Was sagt Anthony William über die Melone? Er hat generell nicht nur von Melonensaft gesprochen, sondern generell von allen Melonen und hat da wirklich ein sehr positives Statement über die Melone abgegeben. Das möchte ich jetzt hier in Kürze zusammenfassen. Anthony William bezeichnet alle Melonensorten als Schlüssel zum Palast der Gesundheit. Das Fruchtfleisch ist extrem leicht verdaulich mit einem hohen Enzymgehalt. Er bezeichnet es so: Wenn wir Melonen essen, dann ist es fast wie eine intravenöse Ernährung. Das Wasser der Melone soll Gifte aller Art im Körper binden können und der hohe Elektrolytgehalt in der Melone schützt unser Nervensystem. Melonen verdünnen das Blut und können mithelfen, das Herzinfarktrisiko zu senken. Die Melone gehört zu den besten basischen und entsäuernden Lebensmitteln. Melonen liefern leicht verwertbares Silizium in Form von Kieselsäure und können somit die Gesundheit von Knochen, Zähnen, Gelenken und Bindegewebe unterstützen. Ihr habt gehört, der Verzehr von Melonen als Fruchtfleisch oder als Saft kann unsere Gesundheit sehr gut unterstützen. Ich persönlich bevorzuge von den ganzen Melonenarten Wassermelone. Wir waren ja in den letzten Jahren auch hin und wieder im Sommer auf Sardinien und Sizilien und da habe ich die Wassermelone wirklich sehr schätzen gelernt. Da gibt es ja riesengroße Wassermelonen mit schönem rotem Fruchtfleisch und schwarzen Kernen und das war wirklich immer meine bevorzugte Wahl. Solche tollen Melonen bekommt man hier eher selten, außer ihr habt einen italienischen Gemüsehändler. Wir haben das Glück, bei uns auf dem Markt gibt es schon seit vielen Jahren einen italienischen Gemüsehändler und der verkauft auch riesengroße Wassermelonen und teilt die dann auch immer in Stücke. Da kann man wirklich mal sehr, sehr gute Qualität kaufen. Ab und zu bestelle ich bei Delicado 48 in Spanien auch eine längliche Melone mit grüner Schale und hellem Fruchtfleisch. Die schmeckt so ähnlich wie Honigmelone. Ich empfehle, alle Obstsorten mono zu essen, also getrennt von anderen Lebensmitteln und praktiziere das auch schon seit einigen Jahren. Und bei der Wassermelone würde ich das auf alle Fälle immer empfehlen, die Wassermelone mono einzeln zu essen, weil die Wassermelone zu den Obstsorten gehört, die sich sehr, sehr schnell verdaut. Und wenn ihr das mit anderen Lebensmitteln mischt, dann kann es zu Verdauungsproblemen kommen. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren habe ich das Buch Willst du gesund sein? Vergiss den Kochtopf von Helmut Wandmarker gelesen. Und da hat er das auch beschrieben, wenn man Wassermelone und Banane zusammen isst, dann ist es so, als ob ein Bummelzug und ein Schnellzug von der Verdauung her aufeinander trifft. Und das kann auch schon beim Obst zu Gärungen oder Verdauungsbeschwerden führen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wassermelone pur zu essen. Entweder aufschneiden und auslöffeln oder in Stücke schneiden. Die Wassermelone kann auch gemixt und als Smoothie getrunken werden. Oder ihr könnt die Wassermelone auch entsaften. Also am liebsten esse ich die Wassermelone pur, aber ab und zu füge ich der Melone etwas Grün hinzu. Wir haben in der Küche ein großes Plakat zur Lebensmittelkombination hängen. Dieses Plakat gehört zur Foodkombi, das ist ein Videokurs, ein sehr kompakter Videokurs und jeder, der diesen Videokurs kauft, bekommt das Plakat nach Hause geschickt. Das haben wir bei uns an der Wand hängen und da kann ich sehen, grüne Lebensmittel passen zu allem. Kann man auch zu Früchten essen, zu Getreide, zu Proteinen und ab und zu kombiniere ich die Wassermelone auch mit Grün. Am liebsten esse ich zum Beispiel
Wassermelone mit Grassaftpulver bestreut. Das ist wirklich eine liebste Kombination von mir, wenn ich die Wassermelone mal kombiniere. Oder ich entsafte mir die Wassermelone und rühre etwas Grassaftpulver ein. Wer gern die Melone als Smoothie mixen möchte und ihm der Geschmack pur etwas langweilig erscheint, dann könnt ihr auch Minze dazugeben und Limette. Genauso beim Entsaften, wenn euch das ein bisschen langweilig erscheint und ihr noch ein bisschen Pep reinbringen möchtet, dann könnt ihr auch etwas Limettensaft dazu entsaften oder ein Zweig Pfefferminz. Meistens esse ich die Wassermelone pur, also halbiere sie und löffel einfach das Melonenfruchtfleisch heraus oder ich entsafte mir die Wassermelone. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, was ich für ein Goldstück in der Küche stehen habe. Den Rolls-Royce unter den Entsaftern, den Angel Juicer. Das ist ein Entsafter komplett aus Edelstahl und mit dem lässt sich auch sehr gut ein Melonensaft herstellen. Der Angel Juicer hat einen leistungsstarken Antrieb und kann bis zu 30% mehr Saft und Nährstoffe aus Obst, Gemüse, grünem Blattgemüse und Wildkräutern als meine vorherigen Entsafter extrahieren. Und das habe ich in den letzten Jahren wirklich sehr zu schätzen gelernt. Zudem ist er sehr robust, also er ist aus Edelstahl, er kann nicht zerbrechen. Das ist mir bei einigen Entsaftern vorher passiert, dass ich Wiesengras entsaftet habe oder Wildkräuter einzeln und da ist mir das Gehäuse so angebrochen. Das ist bei dem Angel Juicer absolut unmöglich, dann ist er eben sehr effektiv. Also er entsaftet sehr gut, die Saftausbeute ist sehr gut. Er lässt sich schnell auf- und abbauen, das ist mir auch wichtig, da ich ja wirklich regelmäßig Säfte trinke. Und er lässt sich sehr gut reinigen, vor allem wenn ich grüne Säfte presse, dann lässt er sich wunderbar reinigen. Und das sind auf alle Fälle Punkte, die für mich persönlich für den Angel Juicer sprechen. Wenn ihr schon immer mal überlegt habt, euch diesen Angel Juicer in die Küche zu holen, dann gibt es jetzt wieder ein tolles Angebot von Slow Juice. Es gibt 10% Rabatt auf den Angel Juicer. Und der Angel Juicer ist ein hochpreisiges Gerät. Das heißt, 10% Rabatt lohnen sich hier wirklich. Ihr habt bis Ende Juli Zeit, euch das zu überlegen, ob dieses Schmuckstück eure Küche schmücken darf. Ihr findet den Link zum Angel Juicer. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Ich habe das Modell 5500, vorher hatte ich das Modell 7500 genutzt. Das war ja noch von unserem Mitbewohner. Der Angel Juicer, der ist ja dann letztes Jahr im Oktober ausgezogen. Da wusste ich, weil er ja seinen Entsafter mitnimmt, ich brauche auch so einen Teil bei mir in der Küche. Es gibt verschiedene Modelle. Schaut euch einfach mal an, welche Anforderungen ihr an einen Entsafter habt. Also ihr findet unten den Link zu den verschiedenen Angel Juicer Modellen und ihr findet auch den Rabattcode und auch nochmal das Datum, bis wann ihr euch das überlegen könnt, bis wann es möglich ist, 10% Rabatt auf den Angel Juicer zu bekommen. Im Folgenden zeige ich euch, wie wir mit dem Angel Juicer Melonensaft herstellen. Ich achte darauf, wenn ich Wassermelone esse oder entsafte, Wassermelonen zu verwenden, die noch schwarze Kerne enthalten. Mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Wassermelonen, die sind kernarm oder enthalten gar keine Kerne. Das ist mittlerweile leider auch bei den Bio-Wassermelonen so, dass man da auch jetzt ganz viel Wassermelonen angeboten bekommt, die kaum noch Kerne enthalten. Da müsste man dann abwägen, ob man eher konventionelle Wassermelonen sich kauft, die aber eben schwarze Kerne enthalten. Wenn ihr Bio-Wassermelonen verwendet, dann könntet ihr auch die Schale mit entsaften. Das wissen viele gar nicht, dass man das eigentlich mit entsaften könnte. Ich würde aber auch bei Bio-Wassermelonen die Schale gründlich reinigen und dann könnt ihr diese Schale mit entsaften. Die Schale enthält Bitterstoffe und auch noch einige Mineralien. Ich persönlich entsafte lieber nur das Fruchtfleisch, wenn ich Bitterstoffe zu mir nehmen möchte. Dann esse ich lieber Wildpflanzen oder presse mir einen Wildpflanzensaft. Eine der Wassermelonenhälften habe ich in kleinere Stücke geschnitten, ohne Schale. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Schale mit entsaften, wenn es eine Bio-Wassermelone ist. Das sind ungefähr Stücke in dieser Größe, perfekt zum Entsaften. Der Angel Juicer steht bereit zum Entsaften. Ich habe mir vorher schon einen Gurkensaft gepresst, habe einige Gurken entsaftet und 700 ml Gurkensaft gewonnen. Wenn ihr Wassermelone mit dem Angel Juicer entsaftet, ist es wichtig, nicht so viel in die Öffnung reinzugeben und auch zu warten, bis ihr die Walzen seht, bis wirklich alles durch ist. Dann kommt es auch nicht zur Verstopfung.
Hier seht ihr den Trester, da ist noch ein bisschen Gurkentrester dabei, der dann am Anfang noch rausgepresst wurde. Und ihr seht, das rötliche, der rötliche Trester, das kommt von der Wassermelone, weil wirklich wenig Trester zurück ist, weil die Wassermelone so wasserhaltig ist. Ihr seht, ca. 550 ml Saft haben wir gewonnen aus einer halben Wassermelone. Die hat mit Schale ca. 850 Gramm gewogen. Die Schale wiegt ja natürlich auch noch einiges. Ihr seht, es ist eine ganz gute Saftausbeute. Hier seht ihr den roten Trester. Es bleibt wenig roter Trester übrig. Es ist natürlich auch noch ein bisschen Trester in Safter, aber im Großen und Ganzen ist die Saftausbeute wirklich sehr gut. Es gibt wenig Trester und der ist auch relativ trocken. Das ist ein kleiner Teil des Melonentresters. Er ist nur ein bisschen feucht, das heißt, die meiste Feuchtigkeit befindet sich wirklich im Saftauffangbehälter. Es gibt auch Entsafter, wenn ihr mit denen Melone entsaftet, dann ist der Trester noch recht feucht. Da könnt ihr praktisch den Trester nochmal durch den Entsafter geben, um noch etwas mehr Saftausbeute zu bekommen. Bei dem Angel Juicer ist das nicht nötig. Also der presst wirklich das raus, was möglich ist. Ich habe jetzt den gepressten Melonensaft nochmal durch ein Sieb gegeben und ihr seht, ein bisschen Trester ist übrig, aber wirklich nur wenig. Erfrischendster Saft für den Sommer. Genial auch in der Kombination mit Grassaft oder etwas Limette. Also ihr könnt den Melonensaft auch mit etwas Limette entsaften. Und wer Pfefferminz mag, also auch ein grünes Kulturgrün, der kann auch die Wassermelone mit etwas Pfefferminz, also Pfefferminzzweig entsaften. Am liebsten genieße ich die Wassermelone natürlich pur. Die Wassermelone gehört zu den Obstsorten, die unglaublich schnell verdaut werden. Deswegen ist immer gut, die Melone so einfach wie möglich zu essen. Das heißt mono, also nur für sich. Hin und wieder kombiniere ich allerdings die Wassermelone auch gern mit einem ganz speziellen grünen Pulver, und zwar Grassaftpulver. Das besteht aus getrocknetem Grassaft von Kamut und Gerste, und ich finde, das ist auch eine geniale Kombination. Wenn ihr euch für den Grassaft interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Bei mir gibt es immer eine Mischung, Wassermelone meistens pur und hin und wieder mit Grassaftpulver bestreut. Oder aber auch etwas Grassaftpulver mit frisch gepresstem Wassermelonsaft verrührt. Ein bisschen Saft habe ich schon getrunken und in den Rest habe ich jetzt noch ein bisschen Grassaftpulver gegeben. Und das verrühre ich dann einfach mit einem Löffel oder mit einer Gabel. Früher habe ich das Ganze dann im Mixer gemixt, in einem Hochleistungsmixer. Habe mir aber sagen lassen, dass das für die Qualität des Grassaftes nicht so gut ist. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gern unter diesem Video kommentieren, was ihr von Melonen haltet. Integriert ihr das jetzt öfters in die Ernährung? Welche positiven Erfahrungen habt ihr mit der Wassermelone gemacht? Ihr findet unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar die Links zu den Büchern von Helmut Wandmacher und von Anthony William. Ihr findet den Link zum Angel Juicer mit dem Rabattcode und ihr findet auch den Link zum Grassaftpulver. Ihr Lieben, habt noch eine wundervolle Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Bis ganz bald.